Mia und ich haben alles von der Ferne mit angesehen. Wir waren auf dem Weg zu unseren Freunden. Wir haben ihnen nicht geholfen und sind einfach weitergegangen. Leider muss ich euch mitteilen, dass Ava in der Nacht von Freitag auf Samstag überfallen wurde. Ach so, die haben mir voll leid. Ich werde sogar. Wie geht's ihr denn? Nicht so gut. Leider wissen wir nicht weiteres. Also, so wie die aussieht, kann ich es den Leuten nicht übel nehmen. Meinst du das ernst? Ja, schau mal, sie wird immer bevorzugt. Ja, ist schon recht. Wird verdient. Wir standen einfach nur da und haben zugesehen. Wir haben nichts getan und haben mir nicht geholfen und sind einfach weitergegangen. Vielleicht würde es dir genauso schlecht gehen, hätten wir geholfen, aber wir haben es nicht. Wir müssen niemandem davon erzählen. Nein, wir sagen nichts. Sie hat uns bestimmt nicht gesehen. Meinst du das ernst? Ja, natürlich. Was meinst du, was alle über uns denken werden, wenn sie die Wahrheit erfahren? Was hast du da? Das ist von Ava. Hey, ihr beiden. Könnt ihr es euch vorstellen, wie es mir geht? Ich denke nicht. Ich weiß, ihr mögt mich nicht. Liegt es daran, dass ich nicht so viel Geld habe wie ihr? Oder ist es vielleicht, weil ich Ausländerin bin? Ich weiß es nicht. Völlig erschöpft kommt Ava von der Schule nach Hause. Wie immer ist sie alleine. Ich weiß, dass ihr nichts über meine Vergangenheit wisst. Vor 3 Jahren kam ich in dieses Land voller Hoffnung, dass mein Vater mit seinem Krebs geholfen werden kann. Doch es war zu spät. Ich kam in die Klasse und hatte Angst, dass ich nicht gemocht werde. Doch ich habe viele nette Leute gefunden. Ihr wart darunter leider nicht. Ihr habt mir direkt am allerersten Tag mir einen Lappen auf den Tisch geworfen. Und mir gesagt, mach was du kannst, mach sauber. Und seid lachend aus dem Klassenzimmer gegangen. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Doch ihr habt immer weitergemacht. Immer wieder habt ihr mir dumme Sprüche in den Kopf geworfen und mir gesagt, ich soll dahin gehen, wo ich hergekommen bin. Schlimmer für mich, dass immer mehr Leute Witze über mich gemacht haben. Doch wie soll ich das denen übel nehmen? Immer alles von den Eltern bekommen, Hauptsache vor allen anderen angeben. Erinnerst du dich noch, wie du mit deinem protzigen Motorrad an mir vorbeigefahren bist? Ich war echt verletzt, wie du mich behandelt hast. Dann, ganz plötzlich, hat Mia mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ich war so glücklich. Ava zog ihre beste Kleidung an und machte sich auf den Weg. Dann dich verliehen und Mias Haus. Ich war aufgeregt. Doch ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe an der Tür geklingelt. Ich taumel langsam zur Tür, nahm einen Schluck von meinem Getränk und habe alles auf Ava gespuckt. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Sie fangen an zu lachen und ich renne weinend weg. Ich habe mich von euch hintergangen gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, in die Schule zu gehen, doch ich bin trotzdem gegangen. Ich dachte, wirklich schlimmer könnte es ja nicht werden. Doch was ihr jetzt gemacht habt, habe ich selbst von euch nicht erwartet. Immer habe ich gedacht, wir würden uns irgendwann mal verstehen. Ich wollte nicht mit euch beste Freunde sein, doch etwas Freundlichkeit wird auch nicht so viel verlangt, oder? Bestimmt spürt ihr jetzt einen großen Druck, nicht wahr? Werde ich es rum erzählen oder für mich behalten? Diesen Druck kann ich euch mit Freuden nehmen. Jetzt weiß jeder, was ihr getan habt. Bemüht euch nicht, denn es ist zu spät. Ich hab gesagt, es weiß jeder. Jeder will mich, jeder weiß es. Sie werden uns alle dafür hassen. Was sollen wir jetzt tun? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Wir tun einfach so, als wäre gar nichts passiert und gehen ganz normal wieder in die Schule. Vertrau mir. Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns einfach nur noch schrecklich gefühlt. Sie wurden geschubst und über sie wurde gelacht. Jeden Tag sind wir ins Klassenzimmer gegangen, still und zurückhaltend, und haben uns beschämt auf unseren Platz gesetzt. Habt ihr mitbekommen, was Leo und Mia gemacht haben? Oh ja, ich kann es immer noch nicht glauben, dass die beiden einfach nur da standen und nichts gemacht haben. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr irgendetwas anderes von diesen beiden Bonzengeschwistern erwartet? Ja, du hast recht. Was bis jetzt niemand außer Leons Familie weiß, ist, dass Leon einen Freund hat. Jeden Tag treffen wir uns an einem heimlichen Ort. Doch diesmal scheint das Versteck aufgeflogen zu sein.
Jemand ist uns gefolgt und hat Bilder von uns gemacht. Am nächsten Tag kamen Leon und Mia in die Schule. Voller Verwunderung gehen wir in die Klasse. Plötzlich bleiben wir stehen und schauen uns um. Überall hängen Fotos von mir und meinem Freund. Ich kann nicht mehr klar denken und renne aus dem Klassenzimmer raus. Alles, was ich je wollte, war akzeptiert zu werden. Das habe ich aber selbst nicht akzeptiert. Nur weil sie anders ist als ich. Ich habe wirklich gedacht, dass nach unserem Umzug alles wieder besser wird. Doch es beginnt schon wieder von vorne. Sag sowas nicht. Wenn wir sie akzeptieren, muss sie uns akzeptieren. Das wird schon irgendwie. Verstehst du das denn nicht? Ich hätte damals fast mein Leben verloren. Nur weil jemand seine Aggression gegenüber mir immer und immer wieder rauslassen musste. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann dich ja verstehen. Ich hatte es ja alles mit ansehen müssen. Diesmal lasse ich es nicht so weit kommen. Das verspreche ich dir. Komm, wir gehen nach Hause. Um mich herum sind lachende Gesichter. Die Sprüche in meinem Kopf, die Beleidigung, wiederholen sich immer und immer wieder. Du bist der Richtige, der hat mich abgehakt. Was ist hier los? Hä? Wir haben mich gekriegt. Damit er noch versteht, was Leid bedeutet. Das wollte ich doch gar nicht. Wir sind genau bestimmt Menschen. Jetzt seid doch nicht sauer auf uns. Ist uns doch egal, was du von uns denkst. Wir wollten dir nur helfen. Oh, ihr habt alles noch viel schlimmer gemacht. Ja, komm, geh doch einfach. Ich weiß, wo Leon sein könnte. Komm, gehen wir ihn suchen. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Was denken Sie soll passieren? Gleich werden Sie zwei Enden unseres Kurzfilms sehen. Will Leon den Schritt nach vorne oder nach hinten gehen? Swim all the seas, climb on the biggest trees. The higher you climb, the deeper you fall. What's left to find down there? The higher you climb, the deeper you fall. What have we made here but crawl? Hide under a list of material wishes. We can't know enough, but we barely know nothing. Material wishes, but we barely know nothing. Looking for answers, not really knowing where they should lead. Taking the chances. We barely know nothing.